und herzlich willkommen zurück zu Angeknabbert Bloodborne. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne Indiana Jones 2.0 nennen, wenn ihr wollt, denn ich bin nicht mehr auf der Suche nach dem Heiligen Gral, sondern ich benutze ihn, um einen Dungeon damit zu erzeugen. Liebe Leute, ich habe inzwischen einige Informationen erhalten. Diese Dungeons, die man hier erzeugen kann, das sind wirklich mehrere, also das hat man sich ja auch schon denken können, weil hier, das geht sogar noch weiter, als ich dachte, weil man hier mehrere Ritualaltare hat. Die scheinen wirklich optional zu sein und die nennen sich Chalice Dungeons, also Kelch Dungeons sind das einfach. Man kann hier halt zusätzliche Bosse bestreiten und wahrscheinlich auch guten Loot bekommen, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Also es scheint ziemlich optional zu sein. Ich wollte jetzt aber auf jeden Fall erstmal das hier gerne weitermachen, wenn es euch nicht stört. Denn es ist immerhin ein komplett neuer Inhalt für uns. Es scheint eine ganze Menge davon zu geben oder wenn ich das richtig verstanden habe, scheinen da auch einige Elemente random zu sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, denn ich habe mir das nur ganz oberflächlich erklären lassen, weil ich mich, wie gesagt, nicht zu sehr spam mich nicht voll. Bitte, Leute, redet mit mir, gebt mir Kommentare. Nein, ich wollte mich nicht zu sehr voll spoilern lassen. Und deswegen habe ich bis jetzt noch nicht zu viele Informationen. Oh, richtig. Ich habe jetzt nicht mit dem... Ja, fängt ja toll an. Hab nicht mit dem Respawn gerechnet. Natürlich kommt der. Oh Mann, ich bin so horstig. Okay, das letzte Mal sind wir gerade ausgegangen. Ich gehe jetzt erstmal... Links und rechts geht... Das ist größer als der erste. Ja, sind wir das letzte Mal gerade ausgegangen? Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Gehen wir erstmal hier lang. Eigentlich hätte ich ganz gerne so einen Stein mit GP-Regeneration. Habe ich aber leider nicht mehr. Nee, das ist genau der Weg, den ich das letzte Mal gegangen bin, oder? Ich glaube, ja. Oder es sieht einfach nochmal gleich aus. So. Stark genug bin ich auf jeden Fall für den Bereich. Ja, ja. Das ist doch das letzte Mal auch schon. Au. Der hat aber... Boah, der hat deutlich mehr Schaden gemacht als der letzte. Also ganz ungefährlich sind die Gebiete nicht. Ja, ja, das ist genau der Bereich, in dem ich das letzte Mal auch schon war. Aber durch... Da war doch die Truhe nur unten, oder? Okay, und bam. Und dann kommt da gleich die Falle. Mehr? Na, die Truhe ist aber noch... Ja, da ist nichts Besonderes. Ich glaube, dann gehe ich hier zurück. Das muss ich ja nicht nochmal machen. Es ist nur Risiko. Die Gegner hier scheinen... zumindest die Kleinen, die mir eine Falle stellen, scheinen hier keine Objekte fallen zu lassen, mit denen ich mich wieder heilen kann. Und ihr seht, ich habe nicht mal die volle Anzahl, das hätte ich nicht tun sollen, die volle Anzahl an Heil-Items. Muss also vorsichtig sein. Okay, dann gehen wir jetzt gegenüber. Nee, Moment mal, hier kam ich raus. Da gibt es gar nicht mehr so viele Wege. Also das ist der Eingang. Dann gehen wir jetzt hier lang. Wo sind sie? Aha. Dass die einfach da weiter spawnen und geben nicht mal Erfahrung, wirklich. Kann ich das irgendwie kaputt machen, wo die raus... Ach nee, das sind nur... Ich dachte, das wäre das Spawnfeld, aber das waren nur die toten Gegner von vorher. Kehre um. Nein, mache ich nicht. Huh. Da hat jemand was Brennendes geworfen, glaube ich. Ah ja, da sind Feinde. Das sind auch Feinde. Nö. Oh, ja, das war gemein. Ich dachte, ich hätte die Falle schon erwischt. Aber tatsächlich war das nur eine Falle. Eine offensichtliche Falle, um eine versteckte Falle zu verstecken. Ha, gescheckt. Sind noch mehr? Ne. Ist ja schon fast Naruto-esque. Okay, hier ist nix. Warum soll ich umkehren? Ach so, weil hier nichts ist, oder was? Hä? Kann ich nicht glauben. Hier ist doch sicherlich was. Hinweis ansehen. Riecht nach Falle, ja, das stimmt. Hast du völlig recht, mein Freund. Hier scheint echt nichts zu sein. Was mich... Oh. Ich schätze mal, diese Falle meinte er. Was mich hier tatsächlich ein bisschen stört, ist der Nebel. Das sieht nicht schön aus und macht die Sicht auch schlechter. Also es gefällt mir nicht, rein vom Design her. Moment mal, habe ich da doch noch was übersehen? In andere Richtung kann ich noch laufen, hä? Huh? Nee, eigentlich ist das der Eingang. Gut. Ach so,
Das ist doch. Hier gibt's doch sonst gar nichts, oder? Habe ich irgendwo den Schalter übersehen, mit dem ich das umschalten kann? Da war die Truhe, aber ich habe hier den Hebel nicht gesehen. Es muss doch hier einen Hebel geben, mit dem ich die Tür wieder öffnen kann. Entweder hier oder bei dem anderen, aber. Ah! Kamera! Was hast du getan? Damn, bam! Wo kommen die überhaupt her? Die sollten doch längst tot sein. Ja, wie dem auch sei. Hebelchen? Ah, hier geht's nochmal weiter. Okay. Ich heile mich mal lieber. Wer weiß, was da im Dunkeln lungert. Ach nee. Ich Idiot. Ich gehe immer wieder die gleiche Strecke. Mein Orientierungssinn ist sowas von null vorhanden. So, jetzt kommt die Falle. Dann habe ich da oben aber noch einen zweiten Weg, den ich gehen konnte. Ich wusste doch, dass noch irgendwo was war. Da war doch irgendwo noch eine Tür, und zwar bevor ich über die Brücke gehe. Das ist für mich aber auch ein Problem, wenn halt in sowas alles gleich aussieht. Dann komme ich da durcheinander. Dann müsste das hier doch eigentlich ein Weg sein, den ich noch nicht gegangen bin. Ja, das sieht gut aus. Ah, okay. Ja, das war nicht gut. Ja, aber jetzt so. Bom. Und bom. Das macht Spaß. Sachen kaputt machen. Ah ja, da wartet jemand. Geistern sehen. Ah, du bist wahrscheinlich gegen den abgekratzt, oder? Oh, ich könnte mir vorstellen, dass diese Dungeons sehr, sehr gefährlich werden. Ding. Okay. Was hat der Ding gemacht? Ah, hier ist ein Item. Das ist schon mal gut. Blutviole 3. Perfekt. Perfekt. Denn wenn uns hier noch ein Boss erwartet, können wir die sehr gut gebrauchen. Oh. Da kommen aber viele raus. Ist das so wie die Glocke aus Dark Souls 3, die immer wieder Gegner ruft, oder was? Das gab es da nämlich in diesem. In diesem. Ey! Ich habe keine Ausdauer mehr! Mann! Das sieht fast so aus. Das sieht fast so aus, als wäre das genauso. Quecksilberkugeln, okay. Okay, aber die haben wir schon mal. Wo kommst du her? Sind das die Roten dann immer? Die dadurch gerufen werden? Also es ist jetzt nur eine Theorie. Ich kenne das Prinzip aber aus Dark Souls 3. So eine Glockenoma, die Sachen ruft. Oh, da ist wieder ein großer Gegner. Das sieht aus wie der Beschützer hier. Das ist ein anderer als das letzte Mal. Dann wollen wir trotzdem mal gucken. Huch! Was machst du denn? Der ist viel aggressiver, als ich erwartet habe. Der ist ja nackig. Ich glaube, ich habe es wieder geschafft. Oh, ach so, doch, er kriegt Schaden. Und zwar gewaltig. Hat mich trotzdem erwischt. Aber Mäßigungsedelstein. Geilo. Gut, das klappt ja. Das klappt ja. Ich finde es trotzdem. Es ist immer so eine Art. Wie nennt man das am besten? Ich finde das Risiko meistens zu groß. Der Trade-off, den man bekommt, das war zwar geil, jetzt 500 Schaden zu machen, aber entriegelt. Das heißt, wir scheinen jetzt wieder einem Boss gegenüber zu treten. Aber es ist ein verdammt großes Risiko, dass man da in Kauf nimmt. Wenn so ein Typi auf meinem Level wirklich ist und mich voll erwischt, dann bin ich am Arsch. So, das war, glaube ich, hier entlang. Wo ist der Weg nach unten? Das ist doch hier. Aber wenn man ein bisschen mehr sehen würde, das gefällt mir nicht so. Diese Aus. Das. Na, ich glaube, ich kann hier einfach runtergehen. So tief ist es hier nicht. Ah. Schlechte Idee, aber wir sind wenigstens unten. Und da ist dann die Tür. Na gut, ich meine, der Boss ist dann, wenn das. Also ich nehme jetzt an, dass jetzt direkt wieder ein Boss kommt. Das scheint das Prinzip hier zu sein. Und der ist dann nicht weit weg vom Feuer. Das heißt, wenn ich jetzt verrecke, wovon ich ausgehen würde, dann, liebe Leute, kann ich ja direkt zum Lager des Jägers
mir ein paar Fiolen holen. Von den Seelen, die ich dann nicht mehr habe. Was? Drei? Oh, das erscheint mir aber nicht sehr cool. Drei gnadenlose... Nee, zwei gnadenlose Wächter und ein Pudding. Nein, Wächterhäuptling. Alter. Wächterhäuptling. Okay. Am liebsten wäre es mir... Au, wenn sie mir nicht in den Rücken schießen. Okay, das ist natürlich heftig jetzt. Drei Gegner auf einmal finde ich übel. Okay. Ah, hat nicht geklappt. Das meine ich mit dem Trade-off. Oh. Okay. Ganz schnell. Oh, die halten aber nicht viel aus. Das ist gut. Okay, den dürfte ich ziemlich doll damit verletzen. Ha, das habe ich sogar gehofft, dass er direkt stirbt. Aber ich glaube, der Wächterhäuptling denkt sich das gleich nochmal anders. Komm runter. Wo ist der andere? Direkt daneben, glaube ich. Ach so, das ist der mit der Flinte. Na? Ja, kannst auch mal was anderes machen. Aber leider funktioniert's ja. Na, der ist da in einer besseren Position als ich. Wo sind sie denn? Ach, jetzt seid ihr plötzlich runter. Ja, ihr seid ja Helden. Ich sehe die gar nicht. Da bist du ja, Nummer 1. Komm. Und es hat wieder geklappt. Auch wenn ich schon wieder erwischt wurde. Huch, warum hat der denn jetzt nicht gesessen? Ah, und warum ist die Kamera weg? Okay, es klappt zwar, aber ich werde jedes Mal erwischt. Aber immerhin gibt es auch einiges an Krams zurück. An Lebensenergie, wenn man sie dann erwischt. Okay, das scheint nicht zu funktionieren. Okay. Wenn du komisch kämpfen möchtest, dann kämpfen wir eben komisch. Ah. Hup. Und Bams. Also, ich glaube, für den ist das hier fast besser. Warum zum Henker hat das jetzt nicht getroffen? Ja, also... Ach, komm schon. Bams! Stark ist er jetzt nicht. Nur ein bisschen doof, also ein bisschen einseitig, ein bisschen nervig. So. Oh, wir haben einen neuen Kelch bekommen. Mäßigungsblut-Edelstein 2. Ach nee, das ist nur Level 2. Ich lese das immer falsch. Und wir haben einen neuen Kelch bekommen. Das heißt, wir könnten jetzt sogar wahrscheinlich noch einen Dungeon aufmachen, oder? Ist ja ein Ding. Und wir haben hier, zack, das hier. Geht's jetzt noch weiter nach unten, oder was? Aber da stand doch Tiefe 1. Was bedeutet bloß Tiefe 1? Ja, und plump. Okay. Ja, geht noch weiter runter. Aber wie weit soll man das denn jetzt nach unten machen? Ah. Ja, ich weiß, ich hab Seelen dabei und könnte wahrscheinlich ein Level aufsteigen, zumindest knapp. Sache ist nur, Ebene 3. Hä? Ich versteh's wirklich nicht. Ich versteh's echt nicht. Zeit für Blutangriffe. Nicht aufgeben. Ach, wer so nett ist. Ja, wir geben nicht auf. Also ich weiß nicht, kommt ganz am Ende dann ein Superschatz oder was? Oder wie ist das hier? Ein Superschatz. So, zack. Ich finde es zwar schon motivierend, hier weiterzugehen, weil es relativ viele Bosse gibt. Ich bin auch ganz gut geschwächt, muss ich mal sagen. Hier, dies, wenn du schon so vorbeischlenderst. Was mir tatsächlich ein bisschen fehlt... Ach, hier kann ich sogar jemanden beschwören. Guckt euch das mal an. Oleg kann ich beschwören. Und da unten...
explodiert es schon mal. So ein bisschen. Ich gehe erstmal kurz zurück zum Lager des Jägers, glaube ich. Raum des Jägers ist das ja nicht. Lager des Jägers. Also würde mir schon Spaß machen. Ich weiß noch nicht, ob euch das, ob das für euch so wahnsinnig interessant ist. Diese Dungeons so zu sehen. Ja, mir fehlen eindeutig so ein paar. Guck mal ganz kurz. Willkommen da. Was? So ein paar Heilsachen. Nun gut, lasst mich. Ja, 12.900. Na, das mache ich jetzt aber gerade noch. Lebt wohl, möge. So. Ich meine, man findet offenbar so ein paar Sachen, die beim Aufstufen helfen. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Ich glaube, ich brauche 6 davon, um meine Waffe noch eins zu verstärken. Und ja, ich werde mir auf jeden Fall noch eine andere Waffe irgendwann nehmen. Keine Sorge. Aber solange es sowieso noch optional ist hier. Was wollte ich denn? Ich wollte das hier. Machen wir ruhig mal das hier. Verwenden. Thanks. Willkommen da. Was? Also solange ich im optionalen Gebiet bin, brauche ich die Waffe noch nicht zu wechseln, denke ich. Ja, das geht ja ziemlich genau auf hier. Macht mich nicht deutlich stärker, aber ich mag die 30 so gern, die Zahl so gern. So, jetzt poppe ich nochmal so ein Ding. Sogar 2. Weil ich mir so ein paar von den Dingern hier kaufen möchte. Erlangen. Blutviolen nämlich. Kann ich mir leisten. 7, die nehme ich jetzt einfach mal mit. Das ist nicht viel Geld, was ich dafür zahle. Hilft mir aber eventuell weiter. So, jetzt muss ich mal ganz kurz was gucken. Wurzelkelch. Auch Tiefe 1 und ich brauche dafür aber Grabschimmel. Habe ich auch schon gefunden, glaube ich. Und was bringt mir das? Also was ist daran jetzt anders? Einfach ein anderer Dungeon, würde ich mal annehmen. Wir machen das jetzt nochmal ein bisschen weiter hier. Flup. Heben eine 3. Zack. Und hoffen darauf. Ich hoffe, dass es euch nicht zu langweilig ist. Ich kann das auch gerne, was weiß ich, offscreen so ein bisschen erforschen, die Dinger. Und kann euch irgendwie zeigen, was ich dort finde, falls ich dort was finde. Das Problem ist nur, dass ich dann natürlich auch stärker werde dadurch. Das Spiel denkt das, also will das, glaube ich, auch so ein bisschen von einem, dass man da schon auch stärker wird. Weil man weiß halt nicht, wo die Grenzen sind. Also weil man sagt, okay, jetzt bin ich für den Rest zu stark. Wobei ich jetzt im Vergleich eher immer schwächer werde, ist ja klar, weil die Dinger hier offenbar immer stärker werden. Die Feinde werden immer stärker. Ich nehme nicht direkt an Stärke zu, weil ich immer noch ein relativ hohes Level für die... Oh, kann ich treten? Ich will jetzt nicht unhöflich sein, aber... Aber ich hätte dich jetzt auch getreten. Wo ist er hin? Ist er runtergefallen? Ja, ist er. Ja, kommst du nochmal hoch? Oder soll ich zu dir runterkommen? Nee, da ist er schon wieder. Und der haut bestimmt auch zu. Na gut. Probieren wir es nochmal, mein Freund. Bams. Okay. Und runter mit mir. Whee! Okay. Da hat irgendjemand das letzte Mal mit Flammen geworfen, richtig? Mit Molotovs würde ich auch fast annehmen. Erinnerst du dich an Angriff von hinten? Riesige Bestie ist effektiv. Riesige Bestie klingt nicht so gut. Was zum Henker ist das denn? Von wegen Molotovs. Das sieht verdammt gefährlich aus und wir haben sogar noch normale Gegner dabei. Au! Alter Verwalter, sind die stark! Boah, das war überhaupt nicht gut. Puh! Wo ist das Monster? Oh! Erstmal muss ich hier weg. Oh Mann, da kommen aber verdammt viele davon. Ist doch bestimmt wieder so eine Glockentussi. Ich glaube, die versuche ich erstmal zuerst zu finden. Nur wo? Da! Ha, ich glaube, meine Theorie trifft zu. Es gibt diese Glockentussis.
Und ich glaube, die beschwören tatsächlich die Feinde hier. Okay. Da unten ist ein Sackboy auch noch. Ritualblut. Also man kriegt hier neues... Da unten ist das große Vieh, das aus... Oder, ich habe voll die Orientierung verloren. Verwunderlich bei mir, ich weiß. Der sitzt an der Kanone hier. Nee, es gibt mehr von den großen Viechern. Okay, da muss ich aufpassen. Ich dachte schon, dass ich von der Seite gekommen bin. Scheint mich aber erstmal nicht zu sehen. Hier geht's weiter. Natürlich möchte ich die großen Viecher gerne auch bekämpfen. Also eigentlich finde ich diese, wie hieß das, Chalice Dungeons, also die Kelch Dungeons, ganz geil, die Idee, muss ich sagen. Er hat gesagt, von hinten angreifen, ne? Die Dinger machen mich fast mit einem Schlag tot. Wenn mich das trifft, bin ich am Arsch. Achso, hier, doch, ich kann hier runter. Das wäre fast in die Hose gegangen. In der Hose. Oh, er hat mich leider erwischt. Zweimal, wie es aussieht. Hat offenbar auch noch einen anderen Angriff. Ah. Psst. Psst. Oh Mann. Das ist so ein... Komm schon. Der läuft gar nicht weg. So ein Lizard. Hat er mich jetzt? Jetzt sieht er mich. Ich wusste nicht, dass du sowas kannst, du junger Herr. Boah. Ich hatte. Was tun sie da? Nein, das zwickt. Okay, er hat definitiv was dagegen von mir. Von hinten erstochen zu werden. Aber, okay, wir haben ihn. Boah, der gibt überhaupt nichts. Arkanschleier. Okay, das klingt gut. Seki, warst du hier irgendwo? Seki, wo bist du? Hinter mir, vor mir, über mir. Hä? Wieso über mir? Ich wollte den gerade jetzt anvisieren, aber... Oder war der da? Da bist du! Du Sau. Okay, da ist noch ein Spuckheimer. Spuckheimer, meine einzige Schwäche. Okay. Das Kauen war glücklicherweise nicht sehr stark. Okay, aber der lässt mich... Doch, er lässt mich aus dem Auge. Ich hätte dem mit dem Anschleichen sagen sollen, dass er recht hatte und dass ich ihn dafür sehr schätze. Ich schätze ihn sehr, Leute. Bam, bam. Okay, bitte nicht fressen. Ne? Erstmal was heilen hier. Und nochmal. Bams. Okay. Draufhauen wie ein wilder Watz hilft bei diesen Viechern. Was macht denn der Arkanschleier? Ist das was Tolles? Ich möchte gerne, dass das was Tolles ist. Hier ist es schon mal nicht. Ah, es ist doch. Material für ein Ritual der Heiligen Kirche. Ach so, okay. Das benutze ich also, um weitere Dungeons freizuschalten. Ob das jetzt gut ist oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. Na, bumm. Okay. Flup. Einmal da runter. Kaltbluttau, okay. Also man kriegt wirklich enorm wenig Kram dafür, dass man sich hier durchkämpft. Das kann aber nur bedeuten, dass ich einfach zu weit schon bin für diesen Dungeon. Denn normalerweise sind Dark Souls-Spiele und auch das Bloodborne-Spiel ja relativ generös. Ich habe generös gesagt. Okay, dann gehen wir jetzt mal da oben entlang. Ich mag noch nicht aufhören, der Part ist aber bald schon vorbei. Ist aber doch spannend hier. Ja, da oben. Ach, da ist der Sackboy von neben. Ich möchte ihn ganz gerne erledigen, wenn ich ihn schaffe. Aus dem einfachen Grund, dass ich vielleicht ein Zwillingssteinchen von ihm bekomme. Ah ja. Oh. Ui, ui, ui. Das war aber haarscharf.
Nee, Blutsteinscherbe, nicht das Richtige. Macht aber nichts. Also hier hätten wir den wahrscheinlich das erste Mal angetroffen, oder? Woher habe ich denn 16 Insight? Naja, ist ja auch egal. Wahrscheinlich, ach ja, klar, von den Bossen, die ich hier besiegt habe. Die geben sicherlich auch ein bisschen Insight. Irgendwo muss man das ja farmen können. Könnte schwören, ich habe gerade Schritte gehört. Aber wir fürchten uns. Kriegen das alles schon hin. Irgendwie, irgendwo, irgendwann, Leute. So, einmal hier durch. Was bist du denn für ein Vieh? Ja, fürchte dich. Ich hoffe, das durfte ich. Blutfiolen, ganz viele. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Das brauchen wir, das Blut. Da oben ist ein Typ. Ach, da ist der Schalter. Da gehen wir gleich hin. Aber erstmal war da, glaube ich, eine Leiter oder sowas. Ja. Gehen wir zuerst hoch. Wapp, 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 wapp. Geilo. 10 Blutfiolen hat das Ding gegeben. Oh, es ist schon noch ganz schön viel Platz dafür, dass wir den Schalter eigentlich gerade gefunden haben. Vermutlich kommen wir da raus. Wo das letzte Mal dieser Typ von uns auf uns runtergeworfen hat. Sieht doch nach einer Falle aus. Blutfiole 3. Hä? Da ist doch gar kein Angriff von hinten. Du hast gelogen. Na gut. Macht nichts. Hauptsache, wir haben noch ein paar Blutfiolen. Mich freut das ja. So, dann noch einmal hier entlang. Das sieht so ein bisschen aus wie das Gebiet in Dark Souls 3, wo man gegen den großen Baum kämpft. Den zweiten großen Boss oder den dritten, irgend sowas. Kann man euch angreifen? Seid ihr gefährlich? Ich misstraue diesen Bäumen entsprechend. Oh. Kann sie nicht mehr anhauen. Bam. Ich misstraue denen sogar sehr. Ah, warum schlage ich da durch? Das weiß nur der Baum selbst. Schön die Totenköpfe hier gestapelt. So richtig schön. Ah, eine Katakombe. Zeit für Schätze und riecht nach Unbekanntes. Okay, wir nehmen das gerne mit. Cool, also irgendwie macht mir das schon Spaß hier mit den Dingern. Grabschimmeln. Ah, na gut. Leider kein toller Schatz, aber es ist offenbar wichtig für Rituale. Ah. So, was haben wir denn hier noch? Ja, ja, das ist diese Anhöhe, auf der, glaube ich, der Typ da runtergeworfen hat, oder? Kann das sein? Wo bist du? Komm raus! Komm raus, oder ich fress dich! Oder komm raus und ich fress dich! Das überlege ich mir dann. Okay, hier geht's nicht runter. Ich kann runterspringen, aber das bringt mich auch nicht weiter. Hier ist nix. Wo ist der denn? Oder kriege ich wenigstens einen Schatz oder so? Ach, da oben. Ich habe ihn gerade gesehen. Ich habe ihn gerade gesehen. Vorsicht vor Rollstuhl? Warum? Fällt der irgendwo runter auf meinen Kopf und dann bin ich tot oder so? Ich weiß ganz genau, dass der an der sitzt er doch. Ha! Plump! So, Blutfiole 1. Ich sollte mich endlich mal heilen und eine von denen schlürfen. Ach, hier ist der Schalter, oder was? Hä? Was ist... Das Gerät funktioniert derzeit nicht. Dann hätte ich doch das andere zuerst machen müssen, oder was? Na gut. Dann sollten... Das ist nur ein Rundweg, wie es aussieht. Keine Ahnung, was das bewirken soll, aber auf jeden Fall... Da ist hier noch eins. Funktioniert derzeit auch nicht. Wo kam ich nochmal rein? Ist das direkt da? Gut, dann gehe ich zurück. Wow. Ich tat gut daran, euch zu misstrauen, hä? Na gut. Leider voll erwischt. Und schwupp. Na, bams, bams. Okay. Ihr Ärsche. Echt mal. So. Einmal hier weitergehen. Einmal runter und unten wartet dann der Heimer. Wie? Okay. Na? Der war hier, glaube ich, auch. Habe ich das letzte Mal übersehen? Ich bin ja blöd. Blutfiolen, nochmal 2. Geilo. Okay, ich übe das nochmal so ein bisschen hier.
Sind hier noch mehr Feinde? Sieht erstmal aus wie nur der hier. Oh, das geht ja, selbst wenn er schon zugeschlagen hat. Guckt euch das mal an. Und bams! Krass. Okay, noch ein Mäßigungsblutedelstein, aber nur Level 2. Das sollte nicht zu gut sein. So, einmal das umklicken. Und riegelt. Und wir können uns gleich noch den Boss von Ebene 3 mal anschauen. Oh. Au! Hast mich angespuckt. Sau. Fall ist effektiv. Ja, danke. Hast recht. Ist sogar sehr effektiv. Hat mir direkt ins Gesicht geschossen. So, Kaltblut, Tau 3. Alles klar, ich glaube, ich muss mich heilen. Ja, ich meine, mit dem Boss, welcher auch immer das sein wird, werde ich vermutlich Schwierigkeiten bekommen. Hab hier nur noch... Kann mich ja nicht mehr so viel heilen. Das stimmt eigentlich gar nicht. Ich kann mich immer noch relativ viel heilen, aber ich habe halt Angst vor dem. So, hier ist niemand wieder da. Das heißt, ich kann einfach untergehen. Oh, da ist... Hä? Ich habe so viel Zeug übersehen. Wie kann das denn angehen? Oh, flup. Mäßigungsblutedelstein. Auch wieder nur ein Zweier. Okay. Ich schätze mal, dass man halt ganz toll solche Sachen hier farmen kann, oder? So Blutedelsteine und sowas. Aber ich bin halt jetzt schon zu weit für diese Edelsteine. Deswegen ist das erst später wieder wirklich interessant. Jetzt könnte ich mir für den Boss natürlich so einen Begleiter mitnehmen. Offenbar ist das hier ein schwererer, wenn sie mir einen Begleiter anbieten. Es ist, glaube ich, euch recht, wenn ich jetzt noch eine Minute dranhänge für den Boss, oder? Einmal auf die Fräse bekommen noch und dann... Tür öffnen? Ach, hier geht's sogar noch weiter. Hä? Ich schätze mal, das ist der Bossraum. Ja, dann habe ich aber leider doch nicht Zeit, wenn der Dungeon doch noch weitergeht. Denn deutlich über die 30 Minuten möchte ich eigentlich nicht unbedingt hinaus. Na, gucken wir mal, was hier wartet. Huh, au! Ey, die Sau. Na, schlimm! Hm. Ach, ein Sackboy nochmal. Und bam, bam. Und den hat's weggehauen. Ja gut, aber das schaffe ich heute nicht mehr weiter. Schade, der gibt mir nicht das Doppelte. Ach, hier geht's sogar runter. Da kann ich direkt runterklettern. Dieser Bereich ist größer als der andere, muss ich echt mal sagen. Hm. Da ist nochmal ein normaler Gegner. Hä? Moment mal. Sieht doch genauso aus wie eben. Aber ist neu, ist neu. Lauter Gegenstände. Wie mir sagen, dass es neu ist. Blutfiolen, sehr schön. Molotow-Cocktail, auch schön. Also zum Items aufladen, wenn man nicht zu oft verreckt, ist es, glaube ich, sogar ganz gut hier. Was machst du denn da? Willst du kämpfen oder wandern? So. Ich esse mal eine Blutfiole. Ja, toll, jetzt kriege ich Quecksilberkugeln. Grabschimmel 1, auch sehr schön. Keine Truhe mehr hier, aber ich habe, glaube ich, auch schon eine bekommen. Ja, also am liebsten wäre mir eigentlich nicht so sehr... Ah, hier ist nochmal eine Tür. Nicht so sehr so ein Zeug, sondern was, was mich halt unendlich mächtig macht und stark, sodass niemand mehr die geringste Chance gegen mich hat. Okay, hier sind viele Gegner. Schleichen wir uns mal an und schauen, was ich so kann. Ich glaube, das reicht. Fun, fun. Ihr seid am Arsch. Ich glaube, das sieht so... Ach, der kommt gleich wieder hoch, denke ich mal. Ja, wir machen einfach jetzt beide so gleich so ein Mexican Standoff. Wer schneller zieht, ist früher tot. Nee, andersrum. Dann ist der andere ja tot. Ja, da unten geht's weiter. Aber ich glaube, ich gehe erstmal durch die Tür, denn ich komme hier nicht mehr hoch. Es gibt selbst hier in diesen Chalice Dungeons relativ viele verschiedene Wege. Recht verworren, muss ich mal sagen. Weitere Blutfiolen. Ah, das ist richtig geil hier. Das lädt so richtig schön auf. Ah! Oh, ist das eine große Truhe? Oh!
Okay, zielen. Bam. Ich glaube, das bringt nichts, ne? Ah, Schramm. Und wie wär's mit Tschüss? Ist nichts mehr. Weitere Quecksilberkugeln. Okay. Eine große Truhe. Das sieht geil aus. Ich will das haben. Boah. Oh. Warum hat sie jetzt sowas gemacht? Ritualblut 4. Ein Zweier-Ritualblut, glaube ich, war das. Okay, cool. Ich dachte jetzt irgendwie, vielleicht finde ich mal eine Waffe oder so, aber es scheint ja auch was Wichtiges gewesen zu sein, wenn wir so einen extra Sound dafür bekommen. Okay. Ja, ich fürchte, ich muss den Part beenden. Ich könnte hier jetzt noch ewig... Mein Problem ist jetzt, ich werde mich später nicht mehr zurechtfinden, wenn ich den jetzt beende. Und dann suche ich alles wieder ab und dann seht ihr alles doppelt. Dann seid ihr stinkesauer auf mich und sagt, du, nö. Dann sage ich so, auch bitte. Und ihr so, Und dann bin ich traurig. Was schlonzt da so schön? Okay, ich gehe jetzt erst noch mal kurz hier runter. Ich mache jetzt einfach noch ein bisschen länger. Dann ist das heute ein etwas längerer Part. Habe ich bei Dark Souls ja auch mal gemacht. Ich denke, das ist in Ordnung. Ihr müsst ja nicht alles am Stück gucken, wenn es euch zu viel ist. Kann ich kaputt machen? Ah! Wo ich mich über den Nebel beschwert habe, ne? Den kann man offenbar wegmachen. Irgendwie höre ich es schlonsen, aber ich weiß nicht, ob ich das gut oder schlecht finde. Hinweise ansehen. Vorsicht vor Falle. Und dann Statue. Das bist doch... Ah, so ein Spuckheimer! Der hat mich doch eben schon angesabbert. Ja, ich sehe die Platte. Ich sollte ihn eigentlich loben dafür. Wo bin ich jetzt rausgekommen? Ich glaube, das ist bestimmt ein Gebiet, in dem ich schon mal war. Nee, doch nicht. Das ist ja... Ach so! Ah! Wir sind jetzt da, wo ich den runtergeschubst habe. Danke für die Orientierungshilfe. Blutviole 2. Na schön. Haben wir unsere Vorräte aber ganz gut wieder aufgefüllt, ha? Also war das eigentlich nur der Rückweg, wenn man da runtergefallen wäre oder runtergesprungen. Das heißt, wir können jetzt zurückgehen und ich glaube, einen Weg hatten wir noch, dass wir... Oh, da war die Falle. Ich glaube, da war noch eine. Oder vielleicht ist die Platte auch nur wieder hochgegangen, das weiß ich jetzt nicht so genau. So. Gerade macht mir übrigens die kleine Axt wieder mehr Spaß, weil das mit dem Kontern echt verdammt cool ist, wenn es klappt. Aber ich habe das Gefühl, das Kontern ist vor allem bei schwächeren Gegnern ganz cool. Bei den stärkeren hat man Angst, dass man dann gewone-hitted wird. Tja. Hier lang wahrscheinlich, ja? Ne, wartet. Ich bin hier rausgekommen, dann war hier die Tür und jetzt muss ich hier lang gehen. So. Einmal hier runter. Hinweise ansehen können wir gerne. Fürchte dich vor Hund. Ah, kommt jetzt ein Hundeboss oder was? Keine Gnade für Hunde. Das finde ich schlecht. Ich glaube, er wird trotzdem geheilt, wenn ich das sage, dass ich es schlecht finde. Wenn es wirklich schnelle Hunde sind. Ja, sieht mir nach einer Bosstür aus. Hier nichts. Nichts hier außer Feuer. Okay, finde ich in Ordnung. Also schätzungsweise ist das ein Feuerhund, hä? Wollen wir mal darauf tippen, dass das ein Feuerhund ist? Okay, ja, der sieht gefährlich aus. Aufpasser der alten Fürsten, nicht des alten Fürsten. Und gleich drauf. Distanz oder nah dran, das ist immer die Frage. Und wir hauen einfach mal direkt in seinen Bauch rein. Viel Schaden bekommt er ehrlich gesagt gar nicht mal. Au, hat getrampelt. Okay, nochmal. Okay, ich gehe... das war Glück, dass ich da ausgewichen bin. Okay, draufhauen. Au, nicht trampeln. Eigentlich wollte ich meine Lebensenergie jetzt gerne zurückholen. Okay. Bam, bam. Au. Jetzt sollte ich hier weggehen. Denn das überlebe ich sonst nicht. Okay. Und Bams. Oh, der hält aber was aus. Moment. Vielleicht kann ich jetzt... Ach, nee. Kann ich leider nicht. War zu weit weg. Ich glaube, er verwandelt sich in... Au. Der hat sich nicht verwandelt. Das war ein... riesengroßer Flächenangriff. Alter, jetzt wird aber gefährlich. Ich kann nicht mehr abwehren. Und er hat mich gleich.
Eilen, schnell! Oh, ich muss dringend heilen. Und zwar zweimal. Okay. Schnell draufhauen, das heilt ein bisschen was. Nochmal heilen, hauen. Okay. Und bam, bam. Komm. Ich glaube, wenn er jetzt eine Explosion macht... Nee, macht er nicht. Doch, macht er, glaube ich, oder? Was bereitet er vor? Oh, er kotzt Lava. Gut. Oh, oh, weg hier, weg hier. Oh, ich dachte schon, dass das die Explosion wahrscheinlich ist. Er wird gefährlicher. Okay. Und nochmal. Ich glaube, wir haben ihn. Okay. Beute erlegt. Zentral-Ptumeru-Kelch und Feuerblut-Edelstein, diesmal ohne Fluch. Okay, scheint sozusagen. Hatte ich das letzte Mal auch Beute erlegt bei den Bossen? Da geht's runter. Ja, ich glaube, das war der Boss quasi. Wir sind durch, denke ich mal. Verstehe, keine Gnade für Hunde. Ja, das sagst du jetzt nochmal. Du sagst es doch nur nach von dem anderen. Okay, damit haben wir den Chalice Dungeon, glaube ich, geschafft, ha? Cool, dann können wir zurück. Hat überhaupt keine Seelen gegeben, also dafür lohnt es sich nicht. Aber wir haben auf jeden Fall zwei Kelche freigespielt und wir haben ein Feuerzeug bekommen. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, würde ich mal sagen. Also, cooles kleines, das heißt eigentlich, so klein ist es gar nicht mal. Ich finde es eigentlich sogar relativ groß an Inhalten. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt direkt mit dem nächsten weitermache. Ich habe zwei neue Kelche. Also ich zeige es euch nochmal. Wurzel- und Zentral-Ptumeru-Kelch. Ach so, das ist tiefer als das andere. Und ich brauche 6 Ritualblüter von Stärke 2. Könnte ich mir mal so angucken. Das könnt ihr mir einfach sagen, was ihr gerne sehen wollt. Ob ihr noch mehr davon sehen wollt oder nicht. Ich schätze mal, die werden sehr hart später. Der ging jetzt, wobei der Boss mich schon ein bisschen das Fürchten gelehrt hat. Obwohl ich nämlich relativ stark eigentlich bin, hat er tatsächlich schon ganz schön Schaden an mir angerichtet. Das heißt, das Spiel will das wirklich so. Oh mein Gott. Aber jetzt muss ich dringend den Part beenden. Wir haben 10 Minuten mehr als sonst. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte. Aber ich habe leider viel zu kurze Arme und deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute.